Was für ein Wochenende für die Altcoins. Die meisten Altcoins sind back to life. Wir haben einige extrem starke Bounces gesehen und ich beginne diese Altcoin-Analyse-Serie jetzt mal mit IOTA. Ich habe mir das Ganze so vorgestellt, dass ich euch die Möglichkeit gebe, mit einer Straw-Poll, also mit einer Umfrage, nach diesem Video den nächsten Altcoin-Analyse-Titel zu bestimmen und ich probiere dann wirklich Daily Updates für euch zu diesem Altcoin rauszuhauen. Ich habe versucht, heute so ein Roundup zu machen mit 6, 7 Altcoins, aber das Problem ist, das Ganze wird dann viel zu lang, viel zu zäh und die meisten Altcoins sind in denselben Strukturen und dementsprechend war das einfach nicht so optimal, wie ich mir das vorgestellt habe und habe mir gedacht, ich mache jetzt so ein Format, wo ich euch eben täglich eine Altcoin-Analyse mache, je nach eurem Belieben. Ich mache eine Straw-Poll, ihr könnt auswählen, der Altcoin wird analysiert und dann machen wir so 5-6 Minuten Videos. Vielleicht dauert es auch heute länger, mal schauen. Und ich würde sagen, wir starten direkt damit los, die Facecam wird aus, wieder wie gesagt der Hintergrund, sorry. Bleibt jetzt erstmal so, ich habe mir so Raum-Dämmplatten gekauft, um die Audioqualität zu verbessern. Die kommen dann hier hinten drauf und dann wird das Ganze auch vom Sound wieder ein wenig besser. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt los. Und wir sind jetzt hier direkt am IOTA Weekly Chart und mir hat gerade wer vor kurzem geschrieben, ob ich denn zeigen könnte, wie ich meine horizontalen Linien anlege und wo ich dann die wichtigsten Support- und Resistance-Bereiche eben sehe. Ich weiß jetzt den Namen gerade nicht auswendig, aber ich werde das jetzt hier in diesem Video demonstrieren. Wir sind jetzt hier beim IOTA Weekly Chart und das ist einfach meine Empfehlung Nummer 1. Schaut auf das Bigger Picture. Fangt am Weekly Chart an und geht runter auf den Daily Chart, 4 Stunden Chart, 1 Stunden Chart und Intraday dann 15 Minuten bis 5 Minuten. Wenn es einen Monatschart gibt, was es auch in anderen Asset-Klassen natürlich gibt, wie zum Beispiel Forex oder auch Gold, je nachdem. Wenn es einen Monatschart gibt, fangt mit dem Monatschart an. Bei Crypto ist es schwierig mit Monatscharts, deswegen fangen wir mit dem Weekly Chart an. Okay, was sehen wir hier für extrem relevante Zonen? Ich sehe erstens mal diese Zone hier. Diese Zone sehe ich auch extrem relevant, weil das hier ist ein Bearish Order Block. Ich gehe gleich darauf ein, was ich damit meine. Und in dem Fall jetzt extrem wichtig für IOTA, diese Zonen hier unten. Das ist der letzte Order Block, wo wir jetzt halt haben. Und dann haben wir noch hier halt. Das wäre mal am Weekly Chart die wichtigen Zonen. Wir haben hier auch starke Resistance, also im Bereich 1 Dollar. Aber die zeichne ich jetzt auf dem Weekly Chart erstmal nicht ein. Was sind Order Blocks? Order Blocks sind zum Beispiel in diesem Downtrend. Diese Kerze ist ein Order Block. Diese Kerze ist ein Order Block. Ein Order Block ist eine Kerze, in die rein verkauft wird und die dann zu einem Sell-Off führt. Ganz banal ausgedrückt. Man geht davon aus, dass Smart Money in diese Order Blocks sellt und dass eben Retail-Investoren in diese Kerzen kaufen und dann geht der Markt nach unten und der Preis geht im Regelfall immer zu diesen O-Base, also Order Blocks zurück. Ihr seht das hier. Wir haben hier den Breakdown und haben den Retest von diesem Order Block und gehen da tiefer. Wir haben jetzt konkret diesen Order Block. Dieser Order Block ist ein Bullish Order Block. In diesen Kerzen wurde gekauft. Hier ganz klar Akkumulationsphase und dann der große Aufstieg von IOTA. Was kann man hier darunter noch sehen? Wir haben jetzt eben Support gefunden bei diesem Orderblock, bei dieser Akkumulierungsphase, 42 Cent. Und darunter sieht es ziemlich schrecklich aus für IOTA Long-Term Holder, weil wir haben jetzt hier noch diesen Support, der wäre bei 27 Cent. Das ist der letzte Orderblock hier, die letzte Akkumulationsphase und der geht runter bis 15 Cent. Das heißt, wenn der Markt jetzt noch weiter dippen wird und wenn auch Bitcoin nicht stabil bleiben wird, kann es schnell passieren, dass IOTA nochmal Richtung 27 Cent dippt und wenn 27 Cent bricht, haben wir dann halt 15 Cent als letzten Halt und ihr wisst, wie das passieren kann. In einem Panic Sell-Off kann ich mir schon vorstellen, dass IOTA dann nochmal 15 Cent droppen wird, ganz kurz, mit einem langen Weg nach unten und hier würde ich auf alle Fälle Fat Buy Order stacken, aber das ist jetzt noch weit weg. Wir haben eine positive Einstellung und wir gehen davon aus, dass der Markt sich jetzt erstmal erholt, deswegen schauen wir auf die kurzfristigen Setups, aber Weekly wäre das hier mal meine Einschätzung. Wenn wir uns das Ganze auch hier anlegen, hier wäre dieser Orderblock, damit ihr dieses Prinzip ein wenig versteht. Seht ihr das? Ups, mir hat gerade wer auf Telegram geschrieben, verzeiht mir das, ich habe den Ton nicht ausgestellt. Aber seht ihr diesen Orderblock hier? Hier in diesem Block wurde gekauft, Smart Money kauft hier. Was erwarten wir? Wir erwarten einen Retest von diesem Orderblock, bevor es wieder weiter nach oben geht. Und wir suchen natürlich auch nach weiteren Konfluenzzonen. Die nächste Konfluenzzone wäre hier
0,7 macht Sex Retracement in Verbindung mit diesem Order Block. Klares Kaufsignal hier. Jetzt gehen wir weiter auf den Daily Chart von IOTA. Daily Chart sieht heute besser aus wie heute Morgen. Ich wollte heute Morgen schon ein Video drehen, das sah das abgrundtief schlecht aus, weil da hatten wir diese schwarze Candle und hier fast noch gar nichts. Heute sieht schon wieder besser aus. Natürlich, die Price Action ist hier schon ein wenig komisch, weil wir haben auf den niedrigeren Timeframes die Range gebrochen, sind direkt wieder reingebrochen, brechen jetzt wieder aus, also macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Was sehe ich bei IOTA jetzt hier für relevante Zonen? Ganz klar, extrem starke Resistance wird in diesem Bereich sein. Diese ganzen Phasen hier wurden alle genutzt, um zu verkaufen. Also wir haben hier Bearish Order Blocks und wir haben hier diese Phase, wo Akkumulierung stattfand und dann der Sell-Off. Warum ist dieser Bereich noch relevant? Sorry für den Versprecher. Braucht ihr nur hier zurückziehen. Ja, Resistance, Support. Brechen hier durch. Resistance. Seht ihr das? Das sind auch die ultimativen Short-Setups, wenn ihr das so sehen wollt. Also wenn ihr auf Bitfinex Short-Sell oder Margin-Traded, das sind die ultimativen Short-Setups. Warum? Daily-Chart, wie machen diese Linie dick? Wir haben diese Range hier. High, Low, High. Wir haben diesen Support gehalten. Wir brechen diesen Support, haben ein neues Low. Was erwarten wir? Einen Retest von diesem Low. Wir shorten den Retest, kommen direkt hier hoch, haben da unseren Short-Sell-Order und ja, 62%. Das sind so die perfekten Setups, die ihr eigentlich haben wollt. Wie gesagt, diese Zone ist jetzt mega relevant hier. Das wird extrem stark Resistance, also für alle, die irgendwie vorhaben, Swing zu traden. Hier 64 Cent, das sehen wir auf den Intraday-Frames noch besser. Hier 95 Cent, extrem stark, also hier erwarte ich einen Sell-Off. Wenn wir hier keinen Sell-Off sehen, dann bin ich bei IOTA relativ bullish, Midterm, weil das ist die Make-or-Break-Zone. Seht ihr das? Hier würden wir für ein bullisches Szenario gerne Folgendes sehen. Ich suche immer diesen Pinsel hier. Bullisches Szenario wäre so. Breakout, Retest, Breakout. Bullisches Szenario wäre so. Bearisches Szenario, was momentan natürlich noch im Takt ist, bevor wir diese Range brechen werden, was sehr wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich ist dieses Szenario. Extrem viele Shortseller hier. Drop. Wird höchstwahrscheinlich so kommen. Ich wäre sehr erfreut, wenn es natürlich drüber geht, weil ich mich immer freue für die Long-Term-Hodler, damit die halt auch ja, ihre Gains haben. Zwischendrin in diesem Bärenmarkt will ich natürlich, dass die Coins längerfristig steigen, aber wie gesagt, hier wäre ein ultra heftiges High-Probability-Short-Setup. Deswegen gehe ich davon aus, dass sehr viele Leute hier ihre Short-Sells decken. Das wäre es jetzt mal für den Daily-Chart. Wir können uns hier vielleicht auch noch irgendwelche Zonen ansehen. Hier wäre auch ein Order-Block. Seht ihr diesen Block? Dieser Block wird zum Kaufen benutzt. Was passiert, wenn wir wieder zurückkommen zu diesem Block? Support. Wie gesagt, das wäre auch so ein gutes Setup. Wobei diese Setups hier auch ein wenig schwierig sind. Ihr hättet hier Intraday eine riesen Range. Weil Intraday, wenn ihr hier diesen Block kauft, zum Beispiel hier, mega dicker Order-Block, kommt rein der Preis, rennt hoch auf das Low. Das sind Intraday 22%. Ihr müsst dann halt wissen, wo ihr schließt. Und hier ist euer Schließsignal. Wir testen dieses Low. Und wenn ihr diese Candle seht, dann wisst ihr, okay, es geht vielleicht weiter nach unten. Hier, Order Block kommt rein, rennt auf dieses Swing Low, droppt. Ja. Haben wir hier noch... Hier haben wir diesen Block, der zu diesem Sell-Off geführt hat. Seht ihr das? Wenn ihr irgendwas wissen wollt und irgendwas langsamer haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Für mich ist das selbstverständlich. Wenn ihr das nicht wisst, dann bitte, bitte Kommentare schreiben. Ich will euch natürlich helfen. Hier, dieser Order-Block führt zum Sell-Off. Hier wurde er gesellt in diese Kerze. Was erwarten wir, wenn wir zurückkommen? Sell-Off. Passiert auch. Generell, falls ich der eine oder andere jetzt wundert, ich verknüpfe die Videos immer mit Tutorials. Also wenn ihr jetzt von mir rein ein Video sehen wollt, wo ich sage, okay, Preis geht hierhin, Preis geht dahin, wird es bei mir nicht geben, weil dafür ist mir die Zeit zu schade, ein Video zu machen. Und die meisten Leute würden dann Informationen nur nutzen, um irgendwie für sich Setups zu entwickeln. Und das will ich einfach nicht, weil wenn ich euch irgendwelche Ideen geben würde, wie ich trainen würde, dann könntet ihr die nicht so umsetzen, weil ihr dann alleine vom PC sitzt und weil ihr nicht wisst, wie ich die Position managen würde, wenn gewisse Ereignisse eintreten. Wir brechen das Ganze jetzt ein wenig runter auf den 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, wir sind jetzt Intraday
Und Intraday seht ihr auch wieder eure Target Zones. Hier wäre ganz klar das erste Sell-Signal gewesen, falls ihr kurzfristig Long seid im Markt. Wir haben hier diesen Block, der nicht ganz erreicht wird. Und wir haben hier diese Akkumulierungsphase, die zum Sellen verwendet wird. Und das wäre dann konkret hier, okay? In diesem Bereich. Was ich jetzt eher machen werde, ist auf den 1-Stunden-Frame zu gehen, weil da sehen wir die Range besser. Ihr wollt wissen, was der Markt macht. Ihr wollt euch eure Ranges aufzeichnen, also die Zone, wo der Markt sich gerade bewegt. Das ist jetzt hier nicht mehr so gut zu sehen. Vielleicht machen wir das hier mit Wiedergabemodus. Ja, hier wäre die Range gewesen von IOTA. Wir nehmen wieder unsere Ray. Die Ray legen wir hier an. Und dann seht ihr schon eure Setups hier ganz gut. Also ihr solltet das eigentlich sehen, wenn ihr ein wenig geschult seid in Price Action. Wenn ihr das nicht seid, dann ist auch kein Problem. Dann kriegen wir das bestimmt hin über die nächsten Monate oder bis zum Bullmarkt spätestens. Warum wäre hier euer erstes Setup wirklich jetzt nicht das Hyperbilly Setup schlechthin, aber wir formen diese Range hier. Wir brechen hier aus. Was erwarten wir? Retest der Range. Wir haben hier diesen Bullish Order Block, testen den hier und gehen dann wieder rauf auf diese Range. Wir können uns auch hier unser Range Equilibrium einzeichnen. Das Range Equilibrium stellt immer 50% der Range dar. Das heißt, das ist das Gleichgewicht auf Englisch, das Range Gleichgewicht. Das ist irgendwo in dem Bereich. Ich weiß nicht mehr, ob es genau ist, weil ich vorhin alles rausgelöscht habe. Aber wenn es genau wäre, sieht man dann die Reaktionen schön. Das ist das Range EQ, die Midrange. Solltet ihr euch auch immer einzeichnen. Dann gehen wir mal auf Wiedergabe. Und sehen, was passiert. Okay, wir haben jetzt diesen Breakout. Das Ganze war natürlich extrem bullish in diesem Moment, weil wir die Range brechen. Und wir brechen auch diese, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt, Supply Zone. Ich nenne es nicht so, ich nenne es einfach Akkumulierungsphase. Wir brechen dann diese Phase hier und es wäre eigentlich bullish von diesem Standpunkt aus. Aber der Markt droppt dann und ich sage, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, die Price Action war komisch. Der Markt droppt und normalerweise wäre hier ein Buy. Ganz klar, hier der Order Block, hier würde ich kaufen auf alle Fälle. Hier habe ich auch gekauft und ich hatte hier 3% oder so und wurde halt dann Break-Even ausgestoppt. Aber hier wäre ganz klar ein High Probability Setup. Und jetzt seht ihr die Midrange. Seht ihr die Midrange, wie signifikant die ist? Midrange plus Bullish Order Block. Hier geht der rein, in diesen Order Block und dieses Midrange. Midrange trifft IOTA und dann off we go. Okay. was war jetzt hier mein nächstes Setup? Ich weiß gar nicht, ob ich das hier angezeichnet habe. Wohl, das können wir jetzt auch machen. Das ist ein wenig advanced. Okay. Das ist advanced. Das ist ein Scalp gewesen von mir. Und also das rate ich euch nicht jetzt. Als Anfänger rate ich euch das nicht. Aber ich zeige es euch trotzdem. Gutes Scalp hier, 4%. Warum? Warum kauft man hier? Warum kauft man diese Kerze? Seht euch diesen Bereich an. Dieser Bereich, das hier wäre ein Bearish Order Block. Weil eben dieser Order Block zu diesem Sell-Off führt. Aber in diesem Sentiment gilt das als Bullish zu werten. Warum? Weil es ein Breaker ist. Was heißt Breaker? Wir haben hier diese Kerze, die zu dem Sell-Off führt. Die Kerze führt zu dem Sell-Off, sorry, und targetet hier die ganzen Stops. Also die Kerze, die haut die ganzen Longs aus dem Markt raus und sobald die Longs hier raus sind, weil hier liegen extrem viele Long-Stops, weil eben hier diese Range war, sobald diese Longs aus dem Markt sind, geht der Kurs wieder hoch. Das heißt, wir haben hier einen Breaker. Das ist ein Bullish Breaker. Ihr könnt auch gerne googeln, Bullish Breaker, ICT. Der hat die ganzen Konzepte ganz gut erklärt. Hier ist der Breaker und hier ist euer Setup. Hier ist ein Mid-Probability Setup, nennen wir es mal so. Advanced, nicht für Anfänger, aber ganz klar ein Setup, wo ich vor den Zug springe. Weil wir haben hier auch die 0,382 Ratio. Ja. Was gibt es noch zu IOTA zu sagen? Wie gesagt, diese Range hat jetzt wieder zu diesem Ausbruch geführt. Das ist generell schon mal positiv. Wir haben jetzt aber noch diese Zone nicht gebrochen. Das heißt, hier wäre schon wieder ein Order-Block. Also das sind immer eure Target-Zonen. Hier Sell-Off, hier Sell-Off. Wir wollen bei IOTA jetzt konkret sehen, dass diese Zone bestätigt wird. Schlimmstenfalls sollte IOTA nicht unter 50 Cent droppen. Würde mich schon sehr besorgen. Ich hätte schon Bedenken, wenn wir unter 51 Cent droppen, weil wir haben hier dieses Low geformt und auch hier dieses Bear oder dieses Swing High, nicht Bearish Swing High. Das heißt, wenn ihr euch diesen Bereich einzeichnet, 51 Cent sollten wir nicht droppen.
um diesen Uptrend fortzusetzen. Wenn wir uns auf dem 4-Stunden-Frame dann die weiteren Targets ansehen, für IOTA, dann haben wir, wie gesagt, wieder unsere Zonen. Hier ist einfach extrem stark Resistance durch diesen Sell-Off. Kommt im Bereich 60 Cent bis 67 Cent, das könnt ihr euch schon mal einzeichnen. Kann ich mir schwer vorstellen, dass wir da instant durchrasseln. Wir können uns dann auch gerne mal die Retracements anziehen. Hier oben wäre ein 120 Retracement von dieser kompletten Welle nach unten. Und hier wäre ein 162. Also 162, das wäre schon ein extrem gutes Target für einen kurzfristigen Swing. 64 Cent, wenn wir uns das langfristig nochmal ansehen, dann geht es natürlich ein wenig höher. Theoretisch, wenn wir diesen Uptrend bestätigen, natürlich. Und ja, das wäre dann irgendwo in diesem Bereich hier maximal hoch 92 Cent. Und ganz langfristig gesagt, ist IOTA noch extrem gefährlich. Also ich habe euch meine Meinung zum Weekly Chart gesagt. Ich bin da extrem besorgt, muss ich ehrlich sagen, weil ihr müsst euch nur denken, es geht nicht um IOTA konkret, es geht um den Markt. Wenn der Markt jetzt noch weiter dippt, wenn Bitcoin dippen wird, und die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, dass Bitcoin auf 5K rennt, wird IOTA dann auf 50 Cent stehen bleiben? Ich bezweifle es. Wir haben zwar die Möglichkeit, dass IOTA bis dahin auf 1 Dollar hochrennt und dann die Korrektur nochmal mitnimmt bis 40 Cent, das wäre die bullische Variante, aber wenn IOTA jetzt nicht schafft, hochzurennen bis zur nächsten Korrektur, dann haben wir einfach nur noch diese Zonen. Und wenn wir auf diese Zone zurennen, sind wir auf 30 Cent. Wenn hier Panik entsteht, dann haben wir noch 16 Cent als letzten Halt. Und ich glaube, ihr kennt die Coins, die keinen Support mehr gehabt haben, wie OneChain und so weiter. Dann haben wir dann irgendwie so minus 40% in ein paar Stunden, weil einfach alle Panik sellen. Das habe ich momentan als Bedenken an IOTA. Ansonsten sieht es ganz gut aus kurzfristig. Also wie gesagt, die Range muss gehalten werden. Und ich schaue jetzt gerade, wie lange wir schon haben. Ich denke, das reicht für das Update. Wie gesagt, ich mache jetzt noch eine Straw Poll. Also ich hoffe, ich finde ein paar Coins, die euch gefallen. Dann können wir uns morgen die Coins anschauen. Generell haben die meisten Altcoins extrem gute Setups gegeben. Wirklich. Also ICX hat mir ein extrem gutes Setup gegeben. Ontology hat mir gerade einen extrem guten Scalp gegeben. Können wir uns das auch ansehen. Ontology hat mir diesen Scalp gegeben. Und ich habe sie auch beschriftet. Gleiches Setup fast wie IOTA. Okay, gehen wir nochmal durch. Wir haben hier allen voran mal diese Resistance, die gebrochen wird. Okay, brechen wir hier hoch. Ich habe hier oben geclosed, weil ich einfach scalpe, weil ich mit großen Positionen scalpe. Wenn ich mit 15 bis 30k Positionen scalpe, dann wirklich nur 10, 20 Minuten Trades und dann Profit locken und dann rausgehen. Einfach aus dem Grund, weil ich mich sonst nicht konzentrieren kann auf andere Dinge, wenn ich in einem Trade bin. Also ich schaue die ganze Zeit auf den Chart. Bin nicht gut im Aktivmanagen, muss ich sagen. Ich bin ziemlich schlecht im Aktivmanagen, weil ich dann ziemlich irrationale Entscheidungen treffe. Deswegen ist Scalpen bei diesen Setups ja mein Metier. Hier haben wir das Gleiche. Wir haben hier dieses High, das gebrochen wird. Rennen hier hoch und wir haben hier diesen Bullish Breaker. Wir sellen in diesen Bereich rein und wir rennen auf diese Stops. Hier, wir targeten diese Stops, wir nehmen diese Stops aus dem Markt, diese Long Stops. Sobald wir die Stops draußen haben, die unter diesem Lowling, rennen wir hoch. Deswegen haben wir einen Bullish Breaker. Wir legen diese Box hier an und haben hier unser Target und haben hier unseren Scalp. Das sind extrem gute Scalps. Also ihr dürft das nicht unterschätzen, wenn die Kerze jetzt hier nicht so gut aussieht. Und auf das Orderbook schaue ich auch immer, ganz wichtig. Also Orderbook war für mich auch ein Zeichen, aus diesem Trade zu gehen, weil einfach die Buy Power weg war und nur noch Sell Order waren. Also es haben extrem viele Leute gewartet auf den Bounce, um ihn zu scalpen. Das waren 7%. 7%. Wenn ihr diese Prozentzahlen nicht schätzt, dann solltet ihr euch mal beschäftigen mit der Power of Compounding Interest. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das heißt, Zinseszinseffekt, wenn ihr wirklich konstant eure 1-2% in regelmäßigen Abständen holt, dann werdet ihr einen enormen Erfolg haben in diesem Spiel. Und ja, ich würde sagen, das reicht für das IOTA-Update. Wie gesagt, Paul kommt noch. Falls ihr sonst noch irgendwas wissen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte alles so gut wie möglich und wir sehen uns im nächsten Video.